Investigativ. Das typische Politmagazin. Schwenk, Zoom, Schritt auf die Kamera zu. Hallo und guten Abend. Mit dieser aufgesetzten Choreografie am Anfang zeigen wir gleich, wie dynamisch die Sendung ist und wie investigativ. Am liebsten beschäftigen sich Politmagazine mit dem schlimmen Schicksal eines normalen Verbrauchers. Das hat zwar nichts mit Politik zu tun, erleichtert unserem Zuschauer aber den Zugang und sorgt für eine richtig gute Quote. Stromkunde Manfred Schablowinski ist von einem bösen Energiekonzern schlimm über den Tisch gezogen worden. Schlimm. Schlimm. Damit auch der letzte Idiot kapiert, dass Herr Schablowinski in unserem Beitrag das arme Opfer ist, unterliegen wir ihn mit sentimentaler Musik und ein paar Bildeffekten. Da sich eh keine Sau für die Einzelheiten seines Falles interessiert, dampfen wir die komplexen Zusammenhänge in einer schicken Grafik auf einen einzelnen Satz herunter. Der Stromkunde hat die Entsorgung des anfallenden Atommülls selber zu übernehmen. Herr Schablowinski ist zwar selbst daran schuld, weil er aus Geiz einen unseriösen Billiganbieter gewählt hat, aber das lassen wir unter den Tisch fallen. Nun folgen ein paar abgefilmte Internetseiten und hektisch recherchierende Redakteure. Das vermittelt dem Zuschauer den Eindruck, dass seine Gebührengelder bestens angelegt sind. Beim nächsten Ton ist es 12:16:10. Nach 3 Wochen investigativer Recherche haben wir schließlich die Adresse des bösen Unternehmens herausgefunden. Wir filmen das Gebäude von außen und unterlegen das Ganze mit einem bedrohlichen Bass, der vor sich hin wummert, als wäre das hier Inception für Arme. Weil nur ein Bass als Anklage aber doch ein wenig dünn ist, interviewen wir einen Ex-Mitarbeiter des bösen Unternehmens. Natürlich verfremdet. Das sieht einfach geil aus. Trotz dem ganzen Theater und dem Aufwand hier. Freunde, Nachbarn und Bekannte würden mich natürlich trotzdem erkennen. Auch wenn meine Stimme klingt wie die von Mickey Mouse. Um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, sollte in jedem Beitrag irgendein Experte zu Wort kommen. Typischerweise nimmt sich dieser ein Buch aus dem Regal und tut so, als würde er darin lesen. Als Experte erkennt man mich daran, dass ich vor einer Bücherwand stehe und keiner meiner Kollegen nimmt mich noch ernst, weil ich ständig im Fernsehen auftauche. Am Schluss müssen wir noch zeigen, dass wir als hochinvestigatives Politmagazin keine Angst vor den Großen haben. Also lauern wir irgendeinem Politiker mit einem Kamerateam auf und stellen ihn zur Rede, warum er sich nicht höchstpersönlich um jede Kleinigkeit kümmert. Meistens blocke ich ab, aber wenn ich gut bin, dann erzähle ich Phrasen oder Plattitüden. Unserem armen Opfer bringt dieses Spektakel allerdings wenig. Der hat nämlich immer noch die Fässer im Garten. Aber wenigstens darf er noch ein Fazit ziehen. Schlimm.